Hast du etwas Unerklärliches gesehen, gefilmt oder fotografiert? Melde dich via unser Kontaktformular auf unserer Homepage www.hangar18b.com. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Jetzt geht's los! Hallo da draußen! Heute zeigen wir euch die Originalaufnahme des zweiten von drei UFOs, die wir von Christian erhalten haben. Schaut euch unbedingt auch das Gespräch mit Christian zu diesen drei UFOs an. Christian beschreibt darin unter anderem, wie die UFOs von Auge gewirkt haben. Wir setzen euch den Link zum Gespräch in die Videobeschreibung. Kommen wir nun zum UFO, welches Christian am 5. Juni 2022 im Landkreis Landshut gesehen und gefilmt hat. Bei diesem Objekt könnte man zuerst meinen, es handle sich um ein Flugzeug auf Reisehöhe, doch dann bewegt sich das UFO plötzlich steil nach unten und dann nach rechts. Diese Szene ist die interessanteste in diesem Video und deshalb schauen wir uns diese gleich noch genauer an. Nun die besagte Stelle im Video. Christian bewegt sein Handy kurz nachdem das Objekt in eine Art Sturzflug geht, ebenfalls ein wenig nach unten. Um herauszufinden, ob die Bewegung vom Handy für den Flugpfad des UFOs verantwortlich ist, haben wir das Video von Hand grob stabilisiert. Das Ganze ist ein Riesenaufwand, deshalb nur grob, was aber ausreicht, um den Flugpfad des Objektes zu beurteilen. Bei einer Stabilisierung von Hand können wir ausschließen, dass das Schneidprogramm durch Berechnungen die Bilder verfälscht. Es ging uns ja darum zu zeigen, dass das UFO tatsächlich eine Bewegung nach unten und rechts macht. Dafür haben wir den Strauch unten bei einem Blattspitz stabilisiert. Somit ist der Flugpfad des UFOs nun realistisch, da die Wackler vom Handy praktisch wegfallen. Dies sind die stabilisierten Einzelbilder, die sogenannten Frames in einer Verlangsamung auf ein Drittel Geschwindigkeit. Ein seltsames Flugmanöver, zumal auch die Einschätzung von Christian ist, dass sich das UFO ungefähr in der Höhe von Flugzeugen auf Reisehöhe befand. Schaut dazu unser Gespräch mit Christian. Wenn man das Objekt auf verschiedenen Frames vergrößert, sieht es immer leicht oval aus und es steht immer in einem leicht schrägen Winkel. Man sieht auch zu keinem Punkt im Video irgendwelche Flügel, Propeller oder ähnliches am UFO. Was denkt ihr, was war das für ein Objekt? Wenn ihr mögt, schreibt es doch in die Kommentare. Das war's für heute. Die Analyse des dritten UFOs, das Christian gefilmt hat, kommt bald. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Hangar 18B-Team.